Das ist zum Beispiel unser Oldenburger Münsterlandthron. Das ist aus einer Riesenbohle, 80 Jahre alter Douglasienstamm. Schwein, Pute, Ente, Hahn. Und wenn man sich da hinsetzt, ist der Esel auch mit dabei. Wir nennen den ja individuellen Stadtgarten. Und individuell heißt, das machen, wo man Spaß dran hat, was einem gefällt. Kommt aber ja jetzt ein bisschen zum Vorschein wieder die Idee, auch mal auf kleinsten Raum mal was zu machen. 700 Quadratmeter ums Haus rum. Das Haus selbst sind vielleicht auch, also zusammen sind es 986. Wir haben 9 verschiedene Terrassen in diesem Grundstück und verschiedene Sitzplätze, auch vom Klima her, wie sagt man, abends scheint die Sonne da, morgens scheint sie woanders und dann ziehen wir da hinterher. Dies ist unser neues Hochbeet, habe ich jetzt für meine Frau gebaut und da habe ich auch ein Buch dazu gemalt. Das zeigen wir jeden Morgen den Gemüse, damit die wissen, wie sie später mal aussehen sollen. Und wir haben so manchmal den Eindruck, die verstehen uns. Ich habe dann hier zwischendurch diese Bonsai-Bäumchen, die wirklich uralt sind, die ich sehr, sehr lange habe. Einer da hinten, 38 Jahre alt, den habe ich mit meinem Sohn. Der wird jetzt 50 zusammen mal entwercht, gefunden und nun habe ich den Baum immer noch. Hier sieht man den vergessenen Stuhl. Der steht da schon ewig und der Busch ist da durchgewachsen und jetzt kann kein Mensch den wieder wegkriegen, jetzt muss der da bleiben. Kann auch keiner mehr drauf sitzen, hat der Busch vereinnahmt. Ja, das ist auch so. In jungen Jahren da drüber gestülpt. Ne? Und jetzt mal sehen, wenn der Stramm nicht mehr zu bewegen geht. Ich nehme aber an, dass er vorher reißt. Die Libelle da oben aus Holz, aus einem Stück gesägt. Und die Flügel sind entsprechend angesetzt. Eine Eidechse sieht man da auch aus Brettern eben. Erste Schichten, zweite Schicht, dritte Schicht, vierte Schicht die Augen. Hier liegt eine Zeichnung schon für die nächsten Arbeiten. Hier ist meine Werkstatt und mein Bastelhof und hier säge ich, hier muss ich auch oft fegen, aber ich finde das ganz gemütlich und wenn es zu schlimm wird, gehe ich wieder rein. Dann gibt es bei meiner Frau einen schönen Tee. Jetzt kommen wir in den Bambushof. Vivax aureocaulis, ein Riesenbambus, 7-8 Meter hoch. Wächst wie wild, kann man niemandem empfehlen, muss man mit umgehen können. Was er nach oben wächst, 7-8 Meter, wächst auch zur Seite. Eine Latte gemacht mit meinen Enkeln, 30. Juni gewachsen, 1. Juli, 2. Juli 13 Uhr, 2. Juli 19.30 Uhr, 3. Juli 13 Uhr. Und siehe da, jetzt bewundert man das und sagt, wie kann das angehen, sowas hier in Norddeutschland. Tja, geht alles. Mal alte Halme wegnehmen, damit man auch Platz für die neuen, sonst wird das hier ein Urwald. Da bist du die Ameise, kommst du nicht mehr durch. Wir haben hier noch einen runden Kartoffelacker. Die gucken jetzt noch nicht, aber es sieht nachher sehr schön aus, wenn die alle kommen. Lilis Kartoffelacker. Lili, seit wann werkeln wir hier rum? 86, kann man mal sehen. 86, 96, 2006. 2016. Das ist lange, 30 Jahre. Wir leben hier, wir machen alles, was wir gut finden. Wir freuen uns über die Dinge. Und das überträgt sich auch, wenn Leute hier kommen. Obwohl das gar nicht so viele Quadratmeter sind, kann man eine ganze Menge hier sehen und man wundert sich, was man, wenn man nochmal rumgeht, was man alles nicht gesehen hat. Und das ist das Schöne. Es gibt ja auch viele Gärten, da stehst du vorne an der Terrasse und kannst bis hinten hingucken. Bei uns ist das anders. Da hat man richtig eine Stunde, anderthalb, zwei zu wandern und so ist das schön.